Nach dem Putschversuch wurde der Lehrer Gökhan Acıkoğlu festgenommen. Nach 13 Tagen Untersuchungshaft starb er an den Folgen der Folter. Jetzt läuft gegen seine Ehefrau Mümine ein Prozess, in dem 15 Jahre Haft gegen sie gefordert wird. Die Anklage soll von der Oberstaatsanwaltschaft Istanbul erhoben werden. Der Ehefrau des an Folter Verstorbenen wird Mitgliedschaft in einer bewaffneten Terrororganisation vorgeworfen.